Hallo Leute, mein Name ist Hotzes T und nach dem einigermaßen erfolgreichen Wildwasserführer durch Griechenland habe ich mich entschlossen, eine weitere Folge zu machen, die etwas näher zu Hause liegt. Der Vorderrhein. Dieser Fluss ist einer der zwei Quellbäche des Rheins, der von der Schweiz durch Liechtenstein, Österreich und Deutschland fließt und schließlich in Holland die Nordsee erreicht. Dieses Video behandelt den oberen Teil der Standardstrecke von Ilanz nach Versam, welches auch die Hälfte des Grand Canyons der Schweiz ist. In Ilanz gibt es mehrere Möglichkeiten, den Einsatzpunkt zu wählen. Ein bisschen flussauf von der Straßenbrücke über den Vorderrhein, vom Parkplatz und unter der Zuglinie durch. Oder etwa auf der Höhe des Bahnhofs oder auf dem Zufluss Glennau kurz oberhalb der Zugbrücke. Aber dann verpasst du die ersten paar schönen Steine. Den Vorderrhein kann man das ganze Jahr durch paddeln. Im Winter bei niederen Wasserständen von etwa 10 Kubikmeter über 80 bis 120 Kubikmeter pro Sekunde zur Schneeschmelze oder gar über 200 Kubikmeter bei Starkregen. Da der Wasserstand vom Wasserkraftwerk abhängt, macht es Sinn, den Pegelverlauf vorgängig zu studieren. Das Videomaterial stammt von zwei Fahrten mit 80 und 30 Kubikmeter pro Sekunde. Ich paddle auf dem Vorderrhein seit 30 Jahren und es wird nie langweilig. Auf der einen Seite ändert sich der Fluss mit jedem Hochwasser und die Kernstellen werden umgekrempelt. Bei Niederwasser ist es eher eine technische Angelegenheit, während höhere Wasserstände großes Wasservolumen und Wuchtwasserfeeling aufkommen lassen. Zudem kann man auf jeder Fahrt etwas Neues entdecken. Und all das nur schon vom Wasser her, während die Landschaft atemberaubend ist. Ich glaube mich zu erinnern, dass in alten Zeiten die Wellen größer waren und Namen wie Elefantenwellen hatten. Aber vielleicht sieht alles größer aus, wenn man klein ist, auch wenn seinerzeit die Boote länger waren. Der Glennau, der kurz nach dem Einstieg von rechts einmündet, kann bis zu 40 Kubikmeter pro Sekunde zusätzliches Wasser bringen, das meistens milchig trüb ist, ganz im Kontrast zum grünen Vorderrhein. Einige hundert Meter weiter unten überspannt eine Fußgängerbrücke den Fluss, der kurz oberhalb einige Meter mit großen Felsen und Löchern vernichtet, zumindest derzeit. Danach wird es flacher und es geht auf den künstlichen Steinblockdamm des linksufrigen Kieswerks zu. Der Fluss durchbricht diesen aber ohne großes Gefälle, zumindest zur Zeit. Etwas weiter unten hat es etwas mehr. Wenn eine große Steinplatte den Fluss teilt, ist man in der ehemaligen Surf City, was der Surfspot schlechthin war, wo wir Stunden verbrachten, bis uns der Hunger weitertrieb. Von hier an fließt der Vorderrhein in einem natürlichen Bett ungehemmt mit Kiesbänken und damit verbunden erhöhtem Gefälle. Hier beginnt die eigentliche Schlucht, die Ruinalta, wie sie auf Rätoromanisch heißt, und was so viel bedeutet wie hoher Schuttkegel, was ziemlich zutreffend ist. Vor etwa 10.000 Jahren sind etwa 12 Kubikkilometer Gestein in das weite Tal abgerutscht und haben den Fluss zu einem großen See bei Ilanz aufgestaut. Zum Vergleich, das ist etwa dasselbe Volumen wie der Vierwaldstätter See oder ein Viertel des Volumens des Bodensees. Es könnte der weltweit größte Felssturz sein. Mit der Zeit hat sich der Vorderrhein einen Weg durch das Gröll geraben und dabei eine einzigartige Landschaft erschaffen. Es wird vermutet, dass das aktuelle Flussbett noch nicht die ursprüngliche Talsohle erreicht hat. Von der Wildwasserperspektive finde ich die ersten paar Kilometer der Schlucht die besten. So viele Möglichkeiten. Meistens kannst du selbst entscheiden, ob du der Herausforderung gewachsen bist oder die schwierigen Stellen lieber umfahren möchtest.
Entlang der gesamten Schlucht verläuft rechtsufrig die Bahnlinie und ein Wanderweg. Dies bietet die Möglichkeit, das Auto mit dem Zug oder zu Fuß zu holen. Man kann das Gefährt auch am Ausstieg lassen und mit dem Boot im Zug nach Ilanz hochfahren. Der einzige Straßenübergang ist eine Stahlfachwerkbrücke beim Bahnhof Vallendas. Unterhalb der Brücke mündet von links ein Bach ein, der mehr milchig trübes Wasser von Laax herunterbringt. Der Vorderrhein wird hier flacher auf seinem Weg um den rechtsufrigen Schutt. Wenn der Fluss sich scharf nach links wendet, hat man die Kernstelle erreicht. Von rechts mündet der Carrera-Bach ein. Er fließt vom gleichnamigen Dorf herunter, welches einen herrlichen Campingplatz hat. Der Carrera-Bach bringt mit jedem starken Regen viel Geröll mit, welches die Folgestrecke häufig umbaut. Die Stelle heißt Schwarzes Loch wegen einem Spalt im schwarzen Fels auf der linken Seite am Ende des Katarakts. Während vielen Jahren war das Gefälle größer als es heute ist und floss direkt auf den Spalt zu. Heutzutage ist der Abschnitt nicht mehr so steil und das Gefälle hat sich weiter nach unten verlagert, was die Folgestrecke interessanter macht. Der ganze Abschnitt kann einfach rechtsufrig von der großen Kiesbank aus besichtigt werden. An schönen Sommertagen trifft man hier häufig Wanderer und Picknicker. Wenn man mit der Strecke vertraut ist, weiß man, wo die haltenden Löcher sind, auf die man verzichten kann und welche Steine viel Spaß versprechen. Wenn eine einsame, tote Tanne auf einer Steinsäule sichtbar wird, ist man fast am Ziel. Aber es gibt noch ein paar tolle Stellen. Steine, die als Schanze genutzt werden können, die Prallwand links gegenüber Sandy Beach und all die versteckten Felsblöcke im Flussbett. Da es vor ein paar Jahren einen Felsschutz gab, sollte man jedoch nicht zu lange an der Ausbootstelle verweilen. Man kann jedoch auch weiter oben oder weiter unten aussteigen. Vom Flussbett aus trägt man das Boot durch den Wald hoch zum Bahnhof, wo man ein Restaurant vorfindet, das im Sommer geöffnet hat. Dort gibt es ebenfalls einen Kanuladen und zwei Firmen, welche Kajak und andere Kurse anbieten. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte einen Like. Und wenn ihr künftige Videos nicht verpassen wollt, klickt auf den Subscribe-Knopf. Ich bin Hotzos T und wünsche euch noch einen angenehmen Tag.